Manchmal legen sich Tiere mit kleineren oder schwächeren Tieren an, weil sie denken, dass es einfach sein wird. Aber nicht immer bekommen sie das Ergebnis, das sie sich erhoffen. Manchmal zeigt das schwächere Tier eine Menge Widerstandskraft und überrascht das stärkere Tier. Wenn du Underdogs magst und sehen willst, wie sie triumphieren, dann schau weiter, denn wir zählen 15 Momente auf, in denen sich Tiere mit dem falschen Gegner angelegt haben. Nummer 15. Amerikanischer Dachs gegen Hund. Das Verhalten der Dachse ist von Familie zu Familie unterschiedlich, aber sie leben alle unterirdisch in Höhlen, die sie Baue nennen. Dachse sind wilde Kreaturen, die alles tun, um sich und ihre Jungen zu schützen. Dachse können viel größere Tiere abwehren, zum Beispiel Hunde. Dieser weiße Hund bedroht einen Dachs, der auf sein Grundstück eingedrungen ist. Der Hund bellt, aber er greift den Dachs nicht an. Der Dachs wird in die Enge getrieben, bleibt aber standhaft. Als der Hund versucht, ihn zu beißen, geht der Dachs in die Offensive und der Hund weicht zurück. Der Hundebesitzer nähert sich mit einem Netz und versucht, den Dachs zu fangen, damit er ihn da rausholen kann. Der Kampf geht weiter und es kommt zu ein paar Nahgefechten, aber mehr nicht. Der Dackel greift den Dachs an, aber der Dachs ist gut geschützt, da er mit dem Rücken zwischen zwei Baumstämmen sitzt. Die Hunde können nicht viel tun, außer zu bellen. Dieser Rhodesian Ridgeback bekam mehr, als er erwartet hat, als er mit einem viel kleineren Dachs konfrontiert wird. Im Angesicht vieler größerer und stärkerer Tiere sind Dachse unerreicht in ihrer Tapferkeit, Aggressivität und Furchtlosigkeit. Sie wehren sich und setzen sich in den meisten Fällen auch durch. Nummer 14. Pitbull. Sieh dir diesen verrückten Pitbull an, der mit voller Kraft voraus in diesen Büffel rennt. Der Hund tut mir leid, aber das war echt witzig. Der Hund prallt an den Büffel ab wie ein Superball. Pitbulls können vielen Tieren eine Menge Schaden zufügen, aber für ein Tier wie diesen Büffel ist der Pitbull eine lästige Kakerlake. Dieser Pitbull sieht ein Reh in seiner Einfahrt und ein Reh ist nichts im Vergleich zu einem Büffel, aber dieser Pitbull weiß trotzdem, dass es klüger ist, Abstand zu halten, auch wenn er versucht, sich dem Reh zu nähern. Überraschenderweise hat das Reh keine Angst vor dem Hund und bleibt standhaft. Dieser Pitbull beobachtet eine Büffelherde, aber nicht lange, als eines der Tiere auf den Hund zustürmt. Nummer 13. Katze gegen Krake. Katzen sind sehr neugierige Tiere und es kommt nicht oft vor, dass sie einem Oktopus begegnen. Als diese Katze den Oktopus auf einem Steg spazieren gehen sieht, ist sie neugierig, wie lecker der Oktopus ist. Die Katze beißt leicht in den Oktopus und versucht, mit einem seiner Tentakeln zu spielen, während der Oktopus genau weiß, wo das Wasser ist und versucht, so schnell wie möglich dorthin zu kommen. Endlich ist der Oktopus an seinem Ziel angekommen und befindet sich wieder sicher im Wasser. Was ist gerade passiert? Fragt die Katze. Ich sage, was in Gottes Namen hat ein Oktopus auf einem Steg zu suchen? Im folgenden Video füttert ein Katzenbesitzer gerne lebende Tintenfische an seine Katzen. Aber der Oktopus will nicht immer zum Mittagessen serviert werden. Also schnappt er sich manchmal das Gesicht der Katze und spielt mit ihr. Das fühlt sich bestimmt fantastisch an. Diese Katze scheint eine Maske zu tragen. In unserem nächsten Video sitzt eine Katze und beobachtet, wie ein Oktopus aus einem Loch auftaucht und sich in der Sonne sonnt. Die Katze ist verwirrt, was da vor sich geht und beschließt schließlich, sich nicht um das schleimige Ding zu kümmern. Sie sagt zum Oktopus, "See you later, Alligator." Und der Oktopus versucht, die Katze davon zu überzeugen, dass er gar kein Alligator ist. Eine andere Katze versucht, einen Oktopus lebendig zu fressen. Aber der Oktopus verdeckt das Gesicht der Katze vollständig, bis ein Mann die Katze packt und den Oktopus freilässt. Nummer 12. Pferd gegen Hahn. Ein lärmender Hahn kann genauso nervig sein wie ein Hund, der unaufhörlich bellt. Wenn du in einer dicht besiedelten Gegend wohnst, können deine Nachbarn genauso frustriert sein. Ein lauter Hahn kann den Schlaf deiner Nachbarn stören, wenn sie nachts arbeiten und tagsüber schlafen. Frag diese Pferde, ob sie den Hahn im folgenden Clip als lästig empfinden. Hähne sind unerbittliche kleine Plagegeister, die von nichts zurückschrecken. Aber mit einem Pferd können sie nicht mithalten. Der Hahn in unserem ersten Video glaubt jedoch, dass er das kann. Das Huhn schleicht sich immer wieder von hinten an das Pferd heran und das Pferd versucht ihm kräftig in den Allerwertesten zu treten. Aber das Huhn kommt immer wieder zurück. Dieses Huhn ist so ähnlich wie ein Pudel, der einem Menschen immer wieder in die Füße beißt und einfach nicht loslässt. Was für eine Nervensäge. Das Huhn ärgert und belästigt das Pferd so sehr, dass es auf den Boden fällt und das Huhn fast zerquetscht. Vielleicht wäre das eine gute Sache gewesen. Derselbe Hahn trainiert ein anderes Pferd, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut für die Pferde ist. Sie scheinen von diesem Hahn irritiert zu sein. Nummer 11. Spitzmaus gegen Skorpion. Die Wüstenspitzmaus ernährt sich von einer Vielzahl von Gliederfüßern, Eidechsen und sogar kleinen Mäusen. Sie ernährt sich von Skorpionen und scheint gegen deren Stachel immun zu sein. Jeden Tag nehmen Spitzmäuse bis zu 95% ihres Körpergewichts an Nahrung zu sich. Skorpione sind giftige Raubtiere, aber dieser Skorpion hat seinen Meister in Form dieser psychotischen Spitzmaus gefunden. Obwohl der Skorpion der Spitzmaus eine Karate-Kid-Pose zeigt, hat das keine Wirkung auf das Tier und der Skorpion ist schnell erledigt. Eine andere Psycho-Spitzmaus erledigt einen Skorpion mit Leichtigkeit und beschließt nach einer Überlegung, ihn zu essen.
Diese Wüstenspitzmaus schleicht sich an einen ahnungslosen Skorpion heran und lauert ihm auf. Sie schnappt sich den Stachel des Skorpions und zieht ihn ein paar Zentimeter zurück, wobei sie den Stachel zerquetscht. Anschließend verzehrt die Spitzmaus das tote Insekt. Nummer 10. Leopard gegen Stachelschwein. Leoparden jagen und töten Stachelschweine, wenn es sein muss. Aber sie wissen, wie schmerzhaft und langwierig das sein kann, und wenn sie es vermeiden können, tun sie das. Einer der schönsten Raubkatzen Afrikas ist der Leopard. Dieser Leopard hat in letzter Zeit nicht viel Glück bei der Jagd und ist kurz vor dem Verhungern, also versucht er alles. Selbst ein Stachelschwein ist faszinierend, aber die Katze muss vorsichtig vorgehen, sonst wird sie diese Begegnung bald bereuen. Der Leopard versucht, das Stachelschwein zu beißen, aber die Stacheln bleiben in seinem Maul stecken. Obwohl die Stacheln schmerzhaft sind, ist der Hunger des Leoparden größer, also schlägt er erneut zu, diesmal mit mehr Stacheln, die sich durch den Kiefer und den Körper des Leoparden bohren. Der Leopard tötet das Stachelschwein, stirbt aber ein paar Tage später an der durch die Stacheln verursachten Infektionen. So sieht ein Leopard aus, der gerade mit einem Stachelschwein gespielt hat. Das mag trivial erscheinen, ist es aber nicht. Denn je länger die Stacheln im Körper des Leoparden stecken bleiben, desto höher ist das Risiko einer Infektion. Dieser Leopard hat es geschafft, ein Stachelschwein zu töten. Aber wenn man sieht, wie der Leopard mit den Folgen umgeht, muss man sich wirklich fragen, ob es das wert war. Wenn diesem Leoparden nicht geholfen wird und die Stacheln nicht entfernt werden, kann er schwerwiegende Folgen für ihn haben. Nummer 9. Nashorn gegen Büffel. Nashörner sind deutlich größer als Büffel. Ein Nashorn ist im Vergleich zu einem Bullen riesig. Die Haut eines Nashorns ist praktisch eine Rüstung und seine Hörner sind deutlich kräftiger als die eines Bullen. Das Nashorn würde einen Büffel leicht besiegen, weil es stärker ist. Das Nashorn verschwendet keine Zeit damit, den Büffel zu Boden zu rammen. Wenn du dir den Übeltäter ansiehst, ist klar, dass der Büffel völlig unterlegen ist und Glück haben wird, diesen Kampf überhaupt zu überleben. Das Nashorn ist so wütend auf den Büffel, dass es weiter mit seinem tödlichen Horn auf ihn einschlägt, bis er bewusstlos ist und zu Boden fällt. Das wütende Nashorn greift es weiter an, auch wenn ein anderer Büffel versucht einzugreifen. Dieses Nashorn ist eine sture Kreatur. Ich glaube, dass das Nashorn in einige der inneren Organe des Büffels eingedrungen ist und ihm schreckliches Leid zugefügt hat. Um seine Sterberituale zu vollenden, versammelt sich die Herde um ihren Kameraden. Diese zwei Nashörner und zwei Büffel sind auf einem Doppeldate und es sieht nicht so aus, als würden sie viel unternehmen. Eigentlich sollte es ein Abend in der Stadt werden, aber ich vermute, die Männchen haben sich eine andere Geschichte ausgedacht, damit sie mit ihren Freundinnen zusammen sein können. Nummer 8. Vögel gegen Tiger. Wenn du denkst, dass ein riesiger Tiger eine Gans verscheucht, irrst du dich. Sieh dir an, wie diese Gans den Tiger angreift und der Tiger vor lauter Angst zu seiner Mama zurückrennt. Das bringt alle Zuschauer zum Lachen. Der Tiger läuft zurück zur Gans und versucht herauszufinden, was dieser verrückte Vogel will. Aber die Gans erschreckt ihn ein zweites Mal zu Tode und dieses Mal gibt er auf. Die Tiger suchen nach einer Ente im Wasser, aber sie können sie nicht finden. Sie springen ihr hinterher, aber sie schaffen es nicht, sie in die Finger zu bekommen. Irgendwann sehen wir die Ente tatsächlich im Wasser schwimmen, aber die Tiger sind nicht einmal in der Nähe. Ich glaube, sie müssen einen Führer anheuern, wenn sie diese Ente finden wollen. Hier ist eine weitere Gans, die einem Tiger das Leben schwer macht. Aber dieses Mal hat der Tiger die Nase voll und packt die Gans an den Flügeln. Aus irgendeinem Grund bin ich mir nicht sicher, ob diese Gans ihre Zeit so sehr genießen wird, wie die Gans in unserem vorherigen Clip. Ich weiß nicht, ob es sich um dieselbe Gans wie aus dem vorherigen Clip handelt, nur aus einem anderen Blickwinkel. Aber wenn nicht, können wir wohl zu dem Schluss kommen, dass weiße sibirische Tiger Angst vor Gänsen haben. Nummer 7. Otter gegen Affe. Dieser kleine Affe und der Otter sind die süßesten, wenn sie zusammen sind. Sie kommen gut miteinander aus und baden zusammen. Der Affe ist ganz vernarrt in den Otter und wenn diese beiden wegschwimmen, jagt der Affe ihm hinterher. Das Video aus dem San Diego Zoo zeigt, dass sich Otter und Affen nicht vertragen können. Beobachte, wie dieser Otter die Affen angreift, die sich verteidigen und zurückschlagen. Ich bin mir nicht sicher, warum diese Tiere in einem Gehege leben, wenn sie die Gesellschaft des anderen nicht zu mögen scheinen. Der Otter scheint hin und her zu laufen, aber sonst scheint nichts zu passieren. Die Otter sind gestärkt, aber die kleinen Kerle sind ratlos, was sie tun sollen. Die Affen hingegen bleiben ruhig und gelassen, während sie die Otter genau im Auge behalten. Dieser Otter ärgert einen Affen und die Affen versuchen ihn zu packen. Der Otter ist in Sicherheit, solange er im Wasser bleibt. Um ehrlich zu sein, keiner der beiden scheint aggressiv zu sein, aber bei wilden Tieren weiß man ja nie. Unser nächstes Video zeigt einen Kampf zwischen einem Affen und einem Otter, aber scheint ein Spielkampf zu sein. Der Otter liegt auf dem Boden und der Affe springt überall herum, aber scheint sich nicht um eine ernsthafte Auseinandersetzung zu handeln. Es scheint, als wären die beiden Freunde, die zusammen aufgewachsen sind. Nummer 6. Zebra gegen Gnu. Im Tierreich sind das Gnu und das Zebra die besten Freunde. Die große Migration zieht jedes Jahr über 1,5 Millionen Gnus und 200.000 Zebras an. Weil Gnus über Schwarmintelligenz verfügen, können sie Gefahren auf dem Weg ausweichen, zum Beispiel beim Überqueren eines Flusses oder beim Durchqueren von offenem Land. Das heißt aber nicht, dass sie nie Streit haben.
Wir sind daran gewöhnt, dass Zebras und Gnus immer wie die armen Opfer aussehen, wenn sie von Löwen gejagt werden. Aber sieh dir dieses Zebra an, das einem Gnu einen Tritt in den Kopf verpasst und es damit bewusstlos schlägt. Ich meine, der Tritt des Zebras ist subtil, aber alle Zebras und Gnus rennen um ihr Leben, wenn das passiert, weil sie wahrscheinlich denken, dass das Geräusch ein Löwe war, der die Herde angreift. Ein Zebra beschließt, ein junges Gnu-Kalb zu jagen, aber die Mutter des Kalbes ist da und hält Wache. Doch als ein paar weitere Zebras hinzukommen, ist es nicht mehr so einfach. Am Ende hören die Zebras auf zu jagen und bleiben zusammen. Gnus und Zebras werden oft zusammen gesehen, weil sie sich beim Fressen gegenseitig helfen. Das eine frisst gerne das obere Ende des Grases und das andere das untere. Wenn das eine, das das obere Ende mag, seinen Teil gefressen hat, kann das andere anfangen, das untere Ende zu fressen. Das ist eine tolle Partnerschaft. Nummer 5. Schwarze Witwe gegen Skorpion. Schwarze Witwenspinnen fressen eine Vielzahl von Tieren, darunter Skorpione und Asseln. Schwarze Witwen sind Fleischfresser. Sie fressen alles, was sich in ihrem Netz verfangen hat und getötet wurde. Skorpione sind jedoch nicht leicht zu töten. Auch nicht für die schwarze Witwe, wie du in den folgenden Clips sehen wirst. Dieser Skorpion befreit sich aus dem Netz einer schwarzen Witwe und kontert aggressiv mit zwei tödlichen Stichen, um die schwarze Witwe zu besiegen. Der Skorpion macht dann weiter Jagd auf die schwarze Witwe. Es sieht so aus, als hätte der Skorpion die schwarze Witwe besiegt, indem er ihr eines ihrer Beine abgehackt hat. Wie du in diesem Clip sehen kannst, können die Kämpfe zwischen Skorpionen und schwarzen Witwen so oder so ausgehen. Mal gewinnen sie und mal verlieren sie. Es sieht so aus, als würde der nächste Kampf zwischen den beiden Kämpfern in einer schalen Paarung enden. Aber beide Kämpfer sehen tot aus. Ruhen sie sich nur aus oder haben sie gerade einen Doppelmord begangen? Dieser Skorpion hat sich im Netz einer schwarzen Witwe verheddert und hatte schwer, sich zu befreien. In der Zwischenzeit greift die Witwe den Skorpion an und injiziert ihm nicht nur ihr Gift, sondern reißt auch die Skorpionenbabys heraus. Dann wickelt sie jedes Baby in ihr Netz ein, um es für ein späteres Abendessen vorzubereiten. Der Skorpion nähert sich der schwarzen Witwe und scheint bereit zu sein, sie zu stechen. Aber die Spinne ist unberechenbar und bewegt sich schnell. Als dem Skorpion gelingt, sie zu packen, sticht er sofort zu und injiziert sein Gift in die Spinne, das sie scheinbar bewusstlos macht. Ich dachte, schwarze Witwen hätten auch ein starkes Gift. Der Skorpion fährt fort, die Spinne zu fressen. Zumindest wird sie nicht länger eine Witwe sein. Diese schwarze Witwe läuft in dieser Schale im Kreis, aber ich schätze, sie hat keine große Wahl, denn sie ist rund und klein. Als sie sich dem Skorpion nähert, sticht der Skorpion sie und die Witwe zerbricht. Nummer 4. Gorilla gegen Gans. Zuerst hat die verrückte Gans einen Tiger erschreckt und jetzt beschließt sie, einen Gorilla zu erschrecken. Was ist nun los mit diesen Gänsen, die alle Tiere im Zoo erschrecken wollen? Diesmal ist ein glückliches Gänsepärchen im Gorilla-Gehege und ich bin mir nicht sicher, welche Wirkung es auf die Gorillas hat. Aber eins ist sicher, es bringt den großen Primaten zum Laufen. Wahrscheinlich ist er ganz aufgeregt, dass ein paar Vögel in seinem Gehege herumlaufen. Also beschließt er, ihnen seine Begeisterung zu zeigen. Nummer 3. Huhn vs. Katze. Man sollte meinen, dass eine Katze gegenüber einem Huhn im Vorteil ist, aber das ist nicht immer der Fall. Sieh dir an, wie dieses Huhn es mit der Katze aufnimmt und sie mehrmals angreift, ohne sich um sie zu kümmern. Die Katze flippt aus, aber sie kommt immer wieder zurück und will mehr. Diese Katze ist in einen Ringkampf mit einer Henne verwickelt. Aber die beiden sehen aus, als würden sie sich kennen, denn wenn die eine die andere im Schwitzkasten hat, tut die andere ihr nicht weh. Sie sind definitiv Freunde. Die weiße Katze macht ein paar Tricks, aber wenn der Hahn in die Offensive geht, rollt sich die Katze auf den Rücken. Die Katze denkt wohl, dass der Hahn ein harter Gegner ist und es zu riskant wäre, es mit ihm aufzunehmen. Ein Huhn kommt ins Bild geflogen, um eine Katze anzugreifen, aber die Katze ist schnell und weicht dem Angriff aus. Nummer 2. Krähe vs. Ratte. In diesem Video ist es unklar, wer wen angreift. Ist es die Krähe, die gelandet ist und die Ratte angegriffen hat, oder ist es die Ratte, die versucht, sich an die Krähe zu klammern? Ich glaube, die Krähe versucht, die Ratte zu töten. Die Krähe hält die Ratte fest, aber die Ratte beschließt, in den Schnabel der Krähe zu beißen. Ein Mann versucht, den Kampf zu beenden, indem er einen Stock benutzt, um die beiden zu trennen. Eine Ratte geht nicht kampflos gegen eine Krähe unter. Die Krähe versucht mehrmals, die Ratte am Schwanz zu packen und an ihr zu ziehen, aber die Ratte schafft es immer wieder zu entkommen. Schließlich hat die Ratte genug und kehrt nach Hause zurück. Gerade rechtzeitig für eine Wiederholung von All in the Family. Die beiden streiten sich auf einem Parkplatz und nach ein paar Momenten des Beißens und Kratzens flieht die Krähe ins Gebüsch, während die Ratte sich weigert, loszulassen. Eine Frau betritt das Gebüsch und trennt die Tiere, zur Freude der Menschen auf dem Parkplatz. Nummer 1. Schwane vs. Hund. Schwäne sind nicht zimperlich und dieser Schwan beweist das, als er einen Hund angreift, der seiner Familie zu nahe kommt. Du kannst auch das zischende Geräusch hören, das der Schwan macht. Es hört sich fast wie eine Schlange an. Dieser Hund springt direkt neben einen Schwan und muss sich nicht nur mit dem Schwan auseinandersetzen, sondern auch mit dem Partner des Schwans. Also sollte der Hund besser vorsichtig sein. Der Hund will schwimmen gehen, aber nicht, wenn der Schwan das Sagen hat. Der Schwan stößt den Hund weg und der Hundeführer ist klug genug, den Hund aus dem Wasser zu holen, bevor etwas Schlimmes passiert. Dieser schwarze Hund ärgert den Schwan, aber der Schwan revanchiert sich, auch wenn er etwas nervös aussieht.
Dieser Hund spielt mit dem Schwan und du kannst sehen, dass der Schwan mitspielt, denn er reagiert überhaupt nicht wie die anderen Schwäne, die wir in den vorherigen Videos gesehen haben. Es macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen. Und es ist das erste Mal, dass ich einen Schwan sehe, der so viel Spaß mit einem Hund hat und umgekehrt. Dieser Hund versucht, einem Schwan auf einer unbefestigten Straße auszuweichen, aber gleichzeitig stichelt er gegen den Schwan und der Schwan fällt darauf rein und schlägt den Hund. Der Hundeführer ruft ihn zurück und der Hund bellt den Schwan weiter an. Der Hundeführer sagt, der Hund wolle nur spielen, aber das weiß der Schwan ja nicht. Das war ziemlich cool, aber mein Favorit sind die Hühner, die es den Katzen zeigen. Das war urkomisch. Eine lobende Erwähnung geht an den verrückten Pitbull, der mit dem Kopf voran in den Büffel gerannt ist. Welches war dein Favorit? Verrat es uns doch in den Kommentaren unten. Das war unser Countdown der 15 Momente, in denen Tiere sich mit dem falschen Gegner angelegt haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.